Moin Moin und herzlich willkommen zu den Podcasts und Videos über Südhondern. In diesem Video möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die erdgeschichtliche Entstehung unserer Region Südhondern geben. Wenn wir unsere Region aus der Satellitenperspektive betrachten, erkennen wir, dass die Westküste und damit auch Südhondern Bestandteil der kimbrischen oder auch jütischen Halbinsel ist. Sie erstreckt sich von der Elbmündung im Süden bis zum Skagerrak im Norden. Diese Halbinsel wurde durch die Eiszeiten in den Jahrtausenden geprägt. Daher ist es notwendig, etwa 300.000 Jahre zurückzublicken und sich mit den letzten Eiszeiten und ihren Auswirkungen auf Nordeuropa zu befassen. Zu jener Zeit sah Nordeuropa etwas anders aus als heute. Zu Ihrer Orientierung darf ich einige Regionen kurz hervorheben. Hier haben wir die späteren britischen Inseln. Hier finden wir die heutige Ostsee, die erst nach der letzten Eiszeit aus Schmelzwasserseen entstand. Zur Zeit der Eiszeiten lag die spätere Ostsee als See unter den Gletschern. Hier befindet sich der damalige Nordsee. Hier ist die Kimbrische Halbinsel, deren südlicher Teil das heutige Schleswig-Holstein darstellt. Hier umreiße ich ein Gebiet, an das heute nur noch die Dogger Bank, eine große Sandbank in der Mitte der Nordsee, erinnert. Es handelt sich um Doggerland. Vor 300.000 Jahren stellten die heutige Kimbrische Halbinsel, Doggerland und die späteren britischen Inseln eine durchgängige Landmasse dar. Da die Ostsee und ihre Zugänge nicht bestanden, dürfte es möglich gewesen sein, trockenen Fußes aus dem Gebiet des heutigen Schweden in das heutige Irland zu laufen. Dieses Nordeuropa wurde im Folgenden durch die beiden letzten Eiszeiten überarbeitet. 300.000 bis etwa 130.000 Jahre vor Christus überzogen die Gletschermassen der Saale-Eiszeit Nordeuropa. Um den Polarkreis herum erreichte das Eis vermutlich eine Stärke von über 3000 Metern. Gletscher gab es in dieser Zeit auch in den Pyrenäen, in den Alpen und anderen Teilen Europas. Auf deren Darstellung allerdings verzichte ich hier. In der Weichsel-Eiszeit, der letzten großen Eiszeit, die etwa 115.000 bis 10.000 Jahre vor Christus stattfand, erstreckte sich die Gletschermasse nicht mehr so weit nach Süden. Während beider Eiszeiten befanden sich südlich der Gletscher ausgedehnte Tundren auf Permafrostböden. Der Meeresspiegel lag durch die Wasserbindung im Eis vermutlich bis zu 120 Meter tiefer als heute. Für unsere Westküste ist von Bedeutung, dass die Gletscher der letzten Eiszeit nur noch den östlichen Teil des heutigen Schleswig-Holsteins bedeckten. Bevor wir uns mit der weiteren Entwicklung unserer Region auseinandersetzen, möchte ich kurz die landschaftgestaltende Wirkung der Gletscher betrachten. Hier sehen Sie das Modell eines Gletschers. Der Gletscher hatte den Untergrund planiert und große Mengen an Sand und Geröll mit sich geführt. Es entstanden die Grundmoränen. In seinem Wachstum schob der Gletscher ungeheure Mengen an grobem Geröll vor sich her. Dort, wo der Gletscher zum Stehen kam, blieben diese Geröllmassen in Form von Endmoränen liegen. Beim Schmelzen der Gletscher wurden feine Sande aus den Grundmoränen ausgewaschen und mit den durch das Gletschertor ausfließenden Schmelzwasserabflüssen ausgeschwemmt. Es entstanden Sander. Das Schmelzwasser floss nach Westen ab. Das Eider-, Treene-, Sorgetal und das Elbetal als Urstromtäler zeugen heute noch davon. Der Fließrichtung des Schmelzwassers ist heute noch geschuldet, dass große Teile Schleswig-Holsteins sich nach Westen entwässern. Dieses Thema beschäftigt auch heute wieder die Menschen, weil Starkregen Ereignisse zu Staus der Wassermassen und damit zu Überflutungen auf der Binnenseite der Deiche führen können. Damit entsteht für die Menschen in Nordfriesland neben den Sturmfluten der Nordsee eine weitere Bedrohung. Doch zurück zur Betrachtung der Folgen der Eiszeit. Die Hügellandschaft auf der Ostseite der Kimbrischen Halbinsel besteht fast ausschließlich aus Grund- und Endmoränen. Wenn Sie die Autobahn 7 ab Schleswig gen Norden fahren, werden Sie immer wieder Kies- und Sandgruben sehen. Auf der Westseite dieser Landschaft finden Sie die Endmoränen. Der Stolberg bei Bredstedt und der heutige Langenberger Forst östlich von Leck sind die Reste ehemaliger Endmoränen. Die Sander sind die Basis für die Entstehung des heutigen Nordfrieslands.
Die Inseln Sylt und Amrum, die großen Sandbänke und der ausgedehnte Strand in St. Peter-Ording vor Eiderstedt zeugen noch heute davon. Betrachtet man heute die Orte in Nordfriesland, so stellt man fest, dass sie entweder auf Endmoränen oder höher liegenden Sandern entstanden sind. Auf dem tiefer liegenden Sandergelände entstanden durch Überflutungen und Sedimentablagerungen in den folgenden Jahrtausenden die spätere Marsch. Durch den Pegelanstieg entstand die heutige Nordsee. Große Teile von Doggerland versanken. Der verbliebene Rest von Doggerland, die heutige Doggerbank, wurde ca. 6000 Jahre vor Christus von Tsunamiwellen aufgrund eines Erdrutsches an der norwegischen Westküste überflutet. Es ist zu vermuten, dass durch den Auf- und Abbau der Eispanzer zusätzlich Hebung und Senkung der Erdoberfläche stattgefunden haben, die die Pegelveränderungen zusätzlich beeinflussten. Zusammengefasst besteht der südliche Teil der Kimmerischen Halbinsel, also Schleswig-Holstein, aus einer Geestlandschaft im Osten und den Marschen im Westen. Wer sich vertiefend mit dieser Thematik beschäftigen möchte, dem sei die einschlägige Literatur empfohlen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude bei Ihrer Entdeckungsreise durch unsere Region. Jo, und dann schieß mal, nicht?